Bioökologie ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit der nachhaltigen Nutzung von Ökosystemen beschäftigt. Ziel ist ein Ökosystemmanagement, das eine Nutzung durch den Menschen erlaubt, ohne die Ökosysteme zu schädigen. Im Studium geht es zunächst einmal um ein tiefes Verständnis des Ökosystems. Was für Stoffflüsse laufen ab? Wovon hängt die biologische Vielfalt ab? Wie ist der Wasserkreislauf? Die Verständnis von Biodiversität und Ökosystemfunktionen in der Stadt ist sehr wichtig. Und Studierenden hier in Urbane Produktive Ökosysteme in Weihenstephan untersuchen Fragen wie, was ist die Vielfalt von Wildbienen in Gemeinschaftsgärten und wie können wir Wildbienen fördern? Sie untersuchen Bodenstruktur und wie Stadtböden bewirtschaftet können, um Wasserspeicherung zu schaffen. Und was sind die Wechselwirkungen zwischen Urbanisierung und Klimawandel? Im Studium und speziell bei uns am Lehrstuhl geht es um die Ökologie von Gewässern. Das heißt also, wie funktionieren diese Systeme, wie wirken sich Störungen, wie beispielsweise der Klimawandel auf diese Systeme aus und wie kann man effektive Schutzstrategien ableiten. Zum Studium Ingenieurökologie bin ich nach meinem Bachelor gekommen. Ich war auf der Suche nach dem passenden Master und das Studium bietet so viele Möglichkeiten, in aktuelle Forschung reinzugucken, sich in so vielen Bereichen zu vertiefen. Da gab es für mich keine Alternative, als diesen Studiengang hier an der TUM anzunehmen. Es bietet auch eben für die Leute, die so ein bisschen wissen, wo sie hinwollen, die Möglichkeit, sich wirklich perfekt zu fokussieren und zu spezialisieren. Durch die Breite unserer Modulauswahl kommen wir nicht drum rum, und das ist eine große positive Eigenschaft von unserem Studiengang hier in Weihenstephan, dass wir nicht nur mit uns isoliert als Ingenieurökologie-Studierende, sondern auch mit anderen Fachbereichen, wie zum Beispiel den Naturschutz- und Landschaftsplanungsstudierenden, als auch den Biologinnen und Biologen, viel zusammenarbeiten. Also wenn ich das Studium abgeschlossen habe, was ich in Kürze habe, weiß ich schon, was ich machen werde. Ich habe das Glück, dass ich jetzt schon eine Zusage für einen Job habe. Ich selber werde in die Genehmigungsplanung gehen von Windenergieparks. Egal, ob Sie Geografie, Biologie, Agrar- oder Forstwissenschaften oder Umweltingenieurswesen studiert haben, Sie sind bei uns willkommen und können bei uns Ihre Kompetenzen komplementär erweitern. Es ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunft, bessere Strategien zum Management von Ökosystemen zu finden. Kommen Sie an die TUM School of Life Sciences, um hier Ingenieurökologie zu studieren. Wir freuen uns auf Sie.